zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Thief the Dark Project Gold. Wie versprochen, werde ich mich jetzt um das Geheimnis dieser Hüter, dieser kleinen Hüterkathedrale hier kümmern. So, ich hatte die nämlich einfach so ein bisschen falsch platziert. Die müssen nämlich alle quasi auf diesem... Jetzt, komm schon, geh doch da hoch. Mensch. So. Okay, die müssen alle quasi auf diesem... auf diesem Podest drauf liegen und dürfen nicht irgendwie aufeinander liegen oder so. Ja, das hier sind jetzt Druckplatten. Bei denen mir wahrscheinlich irgendwas Böses passieren wird. Ich habe jetzt nur so ein bisschen... Habe ich einen Eiltrank oder sowas? Nee, ne? Natürlich nicht. Ich habe eine Healing Potion. Ich glaube, die könnte ich auch gut gebrauchen gleich. Ich glaube, da genehmige ich mir schon mal eine. Hey. Ist gar nichts passiert? Naja, gut, was soll's. Umso besser. So. Hier ist ebenfalls eine Druckplatte. Beim letzten Mal bin ich da ziemlich in Panik geraten, denn sobald man auf dieser Druckplatte steht, um die Tür zu öffnen, kommt einem diese Wand entgegen und dann hat man, steht man natürlich, was das Türöffnen angeht, unter ziemlichem Zeitdruck. Aber normalerweise könnte man da auch einfach hoch. Dieses Mal aber nicht. Dann mache ich das aber anders. Passt auf, passt auf, passt auf. Nein! Warte ich jetzt einfach, bis diese dämliche, bis diese dämliche Wand zurückkommt. Ich hoffe zumindest, dass sie irgendwann zurückkommt. Ja. Jetzt wären wir platt, meine Freunde. Jetzt wären wir platt. Aber da wir ja schlaue Menschen sind, ich weiß jetzt übrigens auch, wie ich da rüberkomme, da wir ja schließlich auch Seilpfeile, ja, wir kommen bei Alten. Seilpfeil rein. Und kann dann auch einfach hier rüber. Nein! Das hat mir nicht wehgetan. Haha! Hat gar nicht wehgetan. So. Damit hätten wir die Fallen quasi erstmal hinter uns. Hier ist ein Schlüssel. Das hier ist auch ein Schlüssel. Und hier sind... Nein, nicht aufschließen, danke. Zwei Dokumente. Keeper Andrews. To hear that you have successfully contained destruction it was so. Wartet ganz kurz. I to dozens of great care, the scarab lead another. Okay, es geht auf jeden Fall um die Talismane, die von den Hütern quasi versteckt wurden, damit es nicht wieder zu einer solchen Katastrophe kommt. Was für eine Katastrophe das war damals, wissen wir natürlich nicht. Aber wir wissen, dass die Hüter die Talismane versteckt haben. We have received word of your fears and we understand and indeed share them. We did not lightly take the decision to involve ourselves in this matter. However, we believe that we were compelled, was auch immer das heißt, to act. Were the trickster not opposed, we could bring destruction. We could bring destruction upon the entire city and upon us as well. We haven't. Okay, die reden auf jeden Fall die ganze Zeit von irgendeiner Gefahr oder irgendeiner Katastrophe, die auf uns zukommen würde, wenn diese Kathedrale wieder geöffnet werden sollte. Beziehungsweise wenn alle Talismane da sind und die Kathedrale dann geöffnet wird. Was das genau für eine Katastrophe ist, wie gesagt, wissen wir nicht. Das ist uns aber auch vollkommen egal, denn wir können reich werden. Hey, was wollen wir mehr? Upon this map,
are the locations of the elemental talismans which alone can unlock the ward placed upon the cathedral door. Okay, zu Deutsch, das was gerade eben aufgeleuchtet ist, das war eine Karte, die zeigt, wo die Talismane versteckt sind, die die Tür am Ende öffnen. Achso, sie haben diese Karte quasi erstellt, für den Fall, dass es irgendwann notwendig sei, die Kathedrale noch einmal zu öffnen. Dieser große Stein, den wir da gefunden haben, in dem anderen Raum, ist quasi der Schlüssel, um zur verlassenen Stadt zu kommen und zum Eingang dieser verlassenen Stadt, wo wir den Feuertalisman finden würden. Den Wassertalisman, den finden wir The water talisman has been hidden in the shrine located in the cavern below the old quarter of the city. The talisman of air is being kept by the Hammerites and the earth talisman was left to the Hand Brotherhood. Ja, also der Wassertalisman ist in all quarters of the city. Auf jeden Fall auch in irgendeinem verlassenen Teil der Stadt, beziehungsweise unter einem bestimmten verlassenen Teil der Stadt. Der Lufttalisman wird von den Hammeriten quasi selber bewacht und der Erdtalisman, der befindet sich bei der Bruderschaft der Hand. Das alles kann man hieraus entnehmen und dann würde ich sagen, schauen wir uns diese Karte noch kurz an, die ihr natürlich nicht sehen könnt, aber verdammt, ich wollte die Karte doch noch sehen. Okay, das war's dann leider. The Mage Towers. Warum fängt es eigentlich hiermit an und nicht mit dieser verlassenen Stadt, von der wir doch gerade den Schlüssel gefunden haben? Ich habe keine Ahnung. Nein, normal bitte, danke. Continue. 2305 Gold haben wir in der letzten Mission zusammenbekommen. Ich möchte eigentlich ungern so viel töten. Habe ich Rope Arrows? Nein, habe ich gar keinen. Da hätte ich aber mal gerne Minimum 3 von. Dankeschön. Breath Potions brauche ich keine, da bin ich mir ziemlich sicher. Die würde ich auch gerne mitnehmen. Wasserpfeile. Ich auch mal so 10 Stück auf jeden Fall. Feuerpfeil habe ich einen. Würde ich gerne Minimum 2 haben. Moospfeile habe ich 4. Minen habe ich gar keine. Flashbomben auch nicht. Nehme ich mir aber mal Minimum 2 Flashbomben noch mit. So. Dann kann es losgehen. Hier oben in der Ecke blende ich jetzt natürlich wieder die Cutscene ein, die zu dieser Mission gehört. Die könnt ihr euch auch gerne noch anschauen. Hier befindet sich der Erdtalisman. Wir befinden uns bei den Magierquartieren bzw. bei den Magiertürmen zur Bruderschaft der Hand. Wir befinden uns vor dem Haupteingang. Das ist natürlich nicht so sinnig, da reinzulaufen, aber das ist auch quasi, ich sag mal, quadratisch aufgebaut hier, dieses Gebiet. Und wir müssen im Endeffekt von Turm zu Turm, um quasi am Ende in der Mitte den Erdtalisman zu finden. Leider könnt ihr die Karte nicht sehen. Ich versuche, eine zu finden und euch die irgendwo in die Beschreibung zu packen. Wir sind jedenfalls gerade am Main Gate, also am Haupteingang, wie gesagt. In der Mitte, direkt vor uns, befindet sich also der Zentralturm der Magier. Wenn wir nach links gehen würden, würden wir zum Luftturm gelangen. Und rechts von uns wäre der Feuerturm. Es gibt auch einen Erdturm und einen Wasserturm. Wie gesagt, zu allen 4 Elementen. Es gibt auch zu allen 4 Elementen Magier. Also jeder Magier hier, beziehungsweise jede Magiergruppe, beherrscht ein gewisses Element. Und, ups, Entschuldigung, ich bin gerade am Mikro gekommen. Im Endeffekt müssen wir aber bei dem Wasserturm anfangen. Das heißt, wir müssten am Luftturm vorbei zum Wasserturm, weil das ist quasi der Ort, an dem wir beginnen müssten.
Warum ist das der Ort, an dem wir beginnen müssen, das werdet ihr dann auf jeden Fall noch sehen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass mich hier keiner sieht. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich speichere einfach mal kurz. Okay, ich hoffe, der hat mich nicht gesehen. Hier sind immer so kleine Labyrinthe, sozusagen. Da läuft er rum. Dann warten wir mal, bis der wiederkommt, damit wir ihn ausnocken können, weil diese Magier, die sind wirklich ziemlich hartnäckig, sag ich mal. Auch ziemlich gefährlich, sag ich mal. Wenn die einen dann tatsächlich entdecken sollten. Ich hoffe, das ist Scheiße, das sind zwei. Feel the countless waters, see the vast earth, and burn in eternal fire. Ja, ist doch gar nicht wahr. Oh, verdammt, ich glaube, die laufen hier so im Viereck rum, oder? Oh, das wäre gar nicht gut. Tatsache, die kommen nicht wieder zurück. Das heißt, die laufen hier quasi einmal rund. Da kommt der nächste schon. Das ist aber sehr gut. Wenn hier nämlich keiner mit hinterherkommt, können wir den eben hier... Danke für den Schlüssel. Ja, danke. Das ist, glaube ich, ja, ein Luftmagier, logischerweise, weil wir ja im Luftturm sind. Waren, sind, sind wir? Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Ja, die Magier tragen quasi die Kleidung ihres entsprechenden Elements, Feuermagier dementsprechend rot, Erdmagier tragen braun, soweit ich weiß, Wassermagier halt blau und die hier, ja, so weiß-graue Kleidung. Das ist aber ein anderer Schlüssel, oder? Ja, das ist ein anderer. Warum tragt ihr zwei verschiedene Schlüssel mit euch rum? Naja, was soll's. Ich hoffe, das waren die einzigen, die hier rumgerannt sind. Ich würde mich jetzt auch ganz gerne mal ein klein wenig hier umgucken, wenigstens. Wenigstens so ein bisschen. So, hier ist wie gesagt der Luftturm. Komme ich aber noch nicht rein, weil ich dafür den entsprechenden Schlüssel brauche. Wo finde ich den? In einem anderen Turm. Ja. Jetzt muss ich aber ganz kurz zum Wasserturm rüber, der hier wahrscheinlich auf der anderen Seite sein wird. Heißt, ich muss hier quasi einmal durch. Und muss stark aufpassen, dass mich keiner hört. Also, pssst. Ah, stop right there! Nein! Komm schon. Nein, 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 um Gottes Willen. Wenn der die Magier ruft, dann bin ich gearscht. Oh nein. Hi. For your heart! What? Aua! Hey, das tat doch weh. Das war eine sehr elegante Lösung. Ach, mein Gott. Ja, wie gesagt, das war eine sehr elegante Lösung jetzt am Ende. Aber ist mir jetzt auch Wurst. Ich habe keine Ahnung, ob der Schlüssel an dem seinem Revers vor allem, was zum Henker rede ich hier. Ich weiß nicht, ob der Schlüssel, der da an seiner Kleidung hing, wichtig war, ist mir jetzt aber auch gerade ziemlich egal. Hauptsache, ich bin ihn erstmal los. Kann hier noch ein bisschen Gold mitgehen. Oh mein Gott. Ach ja, richtig. Die Ziele kann ich kurz vorlesen. Finde die Bibliothek. Ach ja, offiziell weiß ich ja noch gar nicht, wo sich der Talisman befindet. Ich muss das erstmal herausfinden. Also, finde die Bibliothek. Finde heraus, wo sich der Erdtalisman befindet. Stiehl den Erdtalisman. Stiehl 400 an Gold. Und verschwinde wieder aus den Magiertürmen. Also ich muss quasi wieder raus zum Haupteingang. Und 400 Loot ist wirklich gar nichts, wenn man hier das, wenn man hier bedenkt, wie unglaublich viel an Loot man hier einfach sammeln kann. Das ist Wahnsinn. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das hier weitergehen wird. Das da vorne ist der Wasserturm. Ich würde aber ganz gerne einmal kurz hier hochlinsen.
um kurz zu gucken. Ich glaube, da geht es dann natürlich zum Hauptturm. Geht's hier noch höher? Nein, geht's nicht. Hier kann ich quasi zum Luftturm rüber schauen. Und hier müsste es dann in den Hauptturm reingehen quasi. Ist verschlossen. Ist mir momentan auch noch ziemlich egal, weil da will ich auch noch gar nicht hin. Ich würde jetzt gerne erst zum Wasserturm gehen, weil da beginnt unsere Expedition, sage ich mal. Nein, da komme ich gerade her. Andere Seite. Hier. Hier geht's zum Wasserturm. Und sieht man auch sehr schön an der Farbe, die er hat. Blau, wie das Wasser ja nun mal so ist. Why are the handmaids the only ones allowed in? Why won't they allow us into their towers? We're here to keep a watch on the commons and to deal with mundane threats. The mages can protect themselves. But what with all the secrecy? Even the servants ain't allowed there. These wizards trust anyone? I found it best not to ask questions. The gold they give me answers all the questions I have. Ja, da hat sich ein armer Wachmann gerade gefragt, warum die Magier sie eigentlich niemals in ihre Geheimnisse einweihen und die niemals erfahren, was da so in diesen Türmen vor sich geht. Tja, der arme Kerl. Er wird immer ohne Antworten bleiben müssen. Nicht mal die Bediensteten dürfen wohl in die Türme rein, wie ich gehört habe. aber sein Kollege hat dann auch gesagt, es ist ihm vollkommen egal, was da drin passiert. Die Magier können auf sich selbst aufpassen und das sollten sie dann im besten Fall tun. Das ist ein Erdmagier, wie es aussieht, an der braunen Klamotte so halbwegs zu erkennen. Aber warum rennt er hier rum, frage ich mich gerade. Ich glaube, ich habe gerade mitten in Erklärung irgendwie abgebrochen. Der andere Wachmann hat dann quasi gesagt, dass ihm das scheißegal ist, was die Magier da drin machen. Das Gold würde ihm Antwort genug sein, dass er von den Magiern bekommt für das, was er quasi macht. Okay, drehst du dich auch in die andere Richtung? Dreh dich rum. Los, guck weg. Sei brav. Dankeschön. Das ist sehr lieb von dir. Schön, dass wir so auf einen hören. Okay, ich würde sagen, dann mache ich mich kurz auf den Weg in den Wasserturm. Wie gesagt, warum wir ausgerechnet beim Wasserturm anfangen, kann ich euch jetzt gleich sogar zeigen. Deshalb nämlich. Es gab in den Wassertürmen hier einen Unfall, sag ich mal. Sodass hier alles unter Wasser steht und man sich ziemlich nasse Füße holt. Aber die Tür halt auch offen steht. Und deshalb kommen wir hier einfach so ohne irgendwelche Probleme rein. Es ist ein bisschen leichtsinnig, sag ich mal, von den Magiern hier einfach diese Tür offen zu lassen. Aber ja. So, das hier finde ich übrigens auch sehr genial. Damit nicht einfach das gesamte Gelände überflutet wird, ist hier per Magie das Wasser quasi in dem Turm gehalten. Und wir müssen jetzt quasi hier einmal hinaufschwimmen. Dafür wahrscheinlich die Lufttränke, die am Anfang quasi angeboten wurden,
Ist aber unsinnig, weil das ist so ein kurzer Weg, das schafft Garrett auch so. Und hier haben wir dann den ersten Schlüssel, den Erdschlüssel. Heißt, im nächsten Part werden wir uns dann zum Erdturm begeben. Aber damit beende ich diesen Part an der Stelle dann auch. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kommentare sind natürlich auch immer sehr gerne gesehen. Und ja, abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Schaut auch in die Videobeschreibung, denn dieses Mal habe ich da vielleicht auch so ein paar Kartenbilder reingepackt. Ich hoffe es zumindest, dass es funktioniert hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.